Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und starten wir mit einer richtig teuren Tür. Ja, sogar mit einer verdammt teuren Tür. Und das klingt irgendwie merkwürdig, denn es hat die Treasure from Planet Hollywood Auktion stattgefunden und dort kann man verschiedene Filmrequisiten ersteigern, unter anderem eben auch eine Tür. Und dann fragt man sich, für welche Tür würde man mehr als 700.000 Dollar ausgeben? Vielleicht die von Shining, die Jack Nicholson mit der Axt einschlägt? Oder wie wäre es beispielsweise mit der bekannten Tür mit der 221B drauf von Sherlock Holmes? Oder was wäre mit der Feuerwehrtür von den Ghostbusters oder das große Tor von Jurassic Park oder die grüne Tür von Bilbo Beutlin im Shire, also im Auenland? Es gibt also viele Türen. Und seid mal ganz ehrlich, ihr könnt drüber nachdenken und ich werde es gleich auflösen und dann in die Kommentare schreiben, ob ihr direkt richtig lagt. Wobei ich glaube, dass mindestens eine Hälfte sofort weiß, von welcher Tür ich rede. Okay, wenn ich jetzt noch öfter Tür sage, können wir ein Trinkspiel draus machen. Aber während ihr noch überlegt, zähle ich noch ein paar andere Dinge auf, die bei besagter Auktion diesmal richtig gut weggegangen sind in der vergangenen Woche, nämlich unter anderem die Axt von Jack Nicholson aus Shining und Tobey Maguire's Symbionten-Anzug aus aus Spider-Man 3 sind jeweils für 125.000 Euro weggegangen. Dann diese Embryo-Rasierschaum-Spray-Dose aus Jurassic Park, in dem quasi die Embryonen aufbewahrt werden, die ging für ganze 250.000 Dollar weg. Bill Murrays Bowlingkugel aus Kingpin für 350.000 Dollar und die Peitsche von Harrison Ford aus Indiana Jones und der Tempel des Todes für 525.000 Dollar. Da muss jede Fanliebe wirklich groß sein, aber vor allem bei besagter Tür, die laut Hollywood Reporter für 718.750 Dollar versteigert wurde. Und es handelt sich natürlich um die, auf der nur eine statt zwei Personen Platz hatte, aus Titanic. Es ist Leonardo DiCaprio, der als Jack sein Leben für Rose gibt. Und irgendjemand hat genau diese Tür jetzt vielleicht bei sich zu Hause stehen. Ich hoffe, die steht in so einer Vitrine und nicht so als eigene Bar, Klo, Bartür. Was irgendwie aber auch witzig wäre, wenn auch dekadent. Jerry Bruckheimer sorgt für Fanfrust. Produzentenlegende Jerry Bruckheimer sprach mit comicbook.com und hat unter anderem über die kommenden großen Projekte geredet. Zum einen sagte er, bei Top Gun 3 werde es anscheinend eine ganze Weile dauern, bis man wirklich in die Produktion gehen kann, denn man müsse hier auf Tom Cruise warten, der einiges anderes zu tun hatte, sicherlich mit Blick auf Mission Impossible, und der hat ja auch einen Deal gesigned mit Warner Brothers, mehrere Filme umzusetzen vor und hinter der Kamera, und da ist nicht mehr so viel Platz im Kalender für Top Gun 3, der schon lange gegreenlightet ist nach dem enormen Erfolg von Top Gun Maverick. Und im Zuge dessen sagte er auch, weil er nicht unbedingt immer auf Schauspieler warten möchte, schaute er auch auf das Fluch der Karibik-Franchise-Reihe drauf, wo ja unter anderem ein eigener Film mit Margot Robbie entstehen soll, aber vor allem mit Blick auf das gesamte Franchise stellt er nochmal klar, es wird ein Reboot geben. Und Reboot bedeutet, er kann auf komplett neuen Cast, neues Ensemble setzen und muss deswegen nicht auf große Schauspielnamen warten. Damit dürfte, ohne dass es klar benannt hat, als Analogie zu Tom Cruise klar Johnny Depp gemeint sein. Wobei es ja in der Vergangenheit auch hieß, dass Johnny Depp für Disney zumindest in einer kleinen oder Nebenrolle wiederkehren könnte. Stellt sich aber grundsätzlich die Frage, findet ihr denn ein Fluch der Karibik-Reboot wirklich für sinnvoll? Denn ich meine, diese Reihe beruhte immer auf eine Freizeitpark-Attraktion und vor allem war es Johnny Depp als Captain Jack Sparrow, der dem ganzen Leben eingehaucht hat und dieses Piratenfieber auslöste. Sagt ihr, braucht es dann ein Reboot oder ist das Ganze wieder nur dieses typische Hollywood-Fieber von Prequel, Sequel und Reboot, und funktioniert das dann ohne Johnny Depp? Und nun möchte ich mich gern beim Sponsor dieser Folge Film News bedanken, denn erinnert ihr euch noch an die sehr coole App, die wir euch neulich bereits vorgestellt haben? Richtig, Cineamo. Und wer jetzt sagt, Robert, was genau ist Cineamo? Keine Sorge, wir haben euch im Blick. Cineamo ist die ultimative App für alle Filmfans da draußen. Du willst wissen, wann und wo dein Lieblingsfilm läuft? Oder vielleicht einfach nur nach Lust und Laune stöbern, was gerade im Kino läuft? Mit Cineamo hast du alles, was du brauchst, direkt in deiner Tasche. Wir nutzen die App bereits seit einigen Monaten und sind mehr als zufrieden. Vor allem die Möglichkeit, unsere Lieblingskinos auszuwählen und einen schnellen Überblick über alle Filmstarts zu haben, wird rege bei uns genutzt und das alles kostenlos. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben eine super aufregende Ankündigung. Unter allen neuen Cineamo-App-Nutzern, die sich im Aktionszeitraum die Cineamo-App für iOS oder Android runterladen und sich registrieren, verlosen wir eine Privatvorstellung im Lieblingskino für dich und bis zu 20 weitere Personen. Ja, du hast richtig gehört. Du und deine Freunde könnt das ganze Kino für euch haben und euren Lieblingsfilm genießen. Wie das geht? Erstens, lade dir die Cineamo-App für iOS oder Android herunter. Zweitens, lege einen Account an und registriere dich.
Die Aktivierung des Accounts ist inkludiert. Das war's auch schon. Mit nur zwei einfachen Schritten sicherst du dir die Chance auf eine traumhafte Kino-Privatvorstellung. Worauf wartest du also noch? Lade dir einfach die Cineamo-App herunter und vielleicht sehen wir uns dann ganz bald im Kino. Alle weiteren Informationen und Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich in der Infobox. Vielen Dank für die Unterstützung und damit wechseln wir nun zu folgendem Thema. Three Body Problem startet okay, aber reicht das für Staffel 2? Three Body Problem ist das erste Projekt der Game of Thrones Showrunner, die ja damals Game of Thrones etwas übereilt verließen, was ihnen viele Fans bis heute übel nehmen aufgrund der nicht so gelungenen finalen 8. Staffel und dann eigentlich in der Welt von Star Wars aktiv sein sollten. Das warfen sie dann aber um und signten einen Deal bei Netflix für sage und schreibe 200 Millionen Dollar, um dort Stoffe zu entwickeln, und seit Jahren befand sich deswegen Three Body Problem in der Planung, basierend auf der internationalen sehr erfolgreichen chinesischen Solaris-Trilogie. Und ich muss sagen, ich finde die erste Staffel nicht schlecht, aber in der Mitte hat sie ganz schöne Hänger drin. Sie ist aber auch eine der teuersten Serienproduktionen überhaupt. Im Schnitt soll jede Episode 20 Millionen Dollar gekostet haben und man bereitet schon Staffel 2, 3, vielleicht auch 4 vor. Vor allem weiß man nach Ende der Staffel 1, es geht weiter. Und die beiden Showrunner meinten auch, es wird so eine Art, wenn man auf Game of Thrones schaut, rote Hochzeit-Moment in der zweiten Staffel geben, die ohnehin viel krasser sein wird als die erste Staffel, weil auch die Bücher immer stärker werden von Band zu Band, und dementsprechend ist bei ihnen klar, sie planen weiter in Richtung neue Staffeln, nur muss das Ganze aber erst einmal gegreenlightet werden bei Netflix, weil so viel Geld braucht auch eine Zuschauerschaft, die sich dann die ganze Staffel auch bis zum Ende anschauen, dementsprechend also Interesse bekunden, weitersehen zu wollen. Und nun sind die ersten Zahlen gestern rausgekommen für vergangene Woche aus dem Start von Three Body Problem, und so hat die Serie weltweit 11 Millionen Abrufe, dabei ist schon inkludiert in dem Ermittlungsquotienten eine gewisse Durchschaurate, dass die auch ihren Weg dort reinfindet. Nun klingt 11 Millionen nicht nach wahnsinnig viel, wenn man vor allem weiß, dass The Gentleman in der gleichen Woche knapp 12 Millionen Aufrufe abgeliefert hat, aber die hatte anstatt 4 Tage 7 Tage Zeit zu laufen, war aber schon in der dritten Woche und startete in ihrer Startwoche auch stärker. Das spricht also so ein bisschen dagegen, dass man so eine extrem teure Serie jetzt hier als großen Erfolg bebuchen könnte, aber ich glaube, Three Body Problem hat eine gewisse Langläuferqualität, denn erst nach und nach schafft es die Serie weltweit bei inzwischen über 70 Märkten auf Platz 1 der Seriencharts, aber nicht in den so wichtigen USA. Kurzum, startet okay, entwickelt sich vielleicht nach vorn, ist auch relativ komplex und anspruchsvoll und man muss da wirklich mit dranbleiben. Aber ob Three Body Problem eine zweite Staffel bekommt, ist noch nicht klar und wird auch damit zusammenhängen, wie sehr die Leute nach und nach Lust darauf haben und sich das Ding weiter rumspricht. Gut für Spider-Man-Fans, schlecht für Euphoria-Fans. Beginnen wir erst einmal mit der schlechten Nachricht zur Abwechslung, denn vor kurzem hat Sydney Sweeney in einem Interview ja verlautbaren lassen, dass man sich kurz vor der Produktion der dritten Staffel von Euphoria befindet und dementsprechend die Dreharbeiten bald beginnen könnten. Aber Pustekuchen. HBO hat am Montag verlautbaren lassen, dass man den Schauspielern die Chance gibt und den Schauspielerinnen sich eigenen Projekten zu widmen und dementsprechend erst einmal ihnen in Anführungszeichen freigibt und damit keine Bindung im Terminkalender besteht. Anscheinend will Serienschöpfer Sam Levinson mit einem größeren Zeitsprung arbeiten, um unsere bekannten Figuren dann nicht mehr in der nächsten Staffel Euphoria im Highschool-Umfeld zu zeigen. Das bedeutet für Fans natürlich erst einmal ein nicht absehbar langes Warten. Auf der anderen Seite ist das eine gute Nachricht für Spider-Man 4 und die Rückkehr von Tom Holland, aber nicht wegen ihm, sicherlich eher mit Blick auf Zendaya. Und damit sind diese beiden Nachrichten verknüpft. Denn hier ist man inzwischen so weit, nachdem John Watts als Regisseur der ersten drei MCU-Spider-Man-Filme ja ausgeschieden ist, dass sich anscheinend laut Gerüchten die Namen verengt haben auf 2, wer die Regie bei Spider-Man 4 übernehmen könnte. Zum einen ist es Justin Lin, der ja dem Fast and Furious-Franchise neues Leben eingehaucht hat und unter anderem auch Star Trek Beyond machte, oder aber auch Drew Goddard, der Cabin in the Woods gemacht hat, der aber auch 2 Cloverfield-Fortsetzungen produzierte, aber vor allem auch schon mal einen Sinister Six-Film entwickelte, als Andrew Garfield noch Spider-Man war, beziehungsweise Peter Parker. Aber wir wissen ja, wie das Ganze ausging. Die Dreharbeiten zu Spider-Man 4, wo jetzt zumindest terminlich nicht mehr viele Unwägbarkeiten vorhanden sein sollten, sollen zumindest im Herbst beginnen, womit der Film vielleicht schon nächstes Jahr in die Kinos kommen könnte.
Ryan Gosling und Timothy Chalamet unterzeichnen First Look Deals. First Look Deals sind eine ganz beliebte Sache in Hollywood, bedeutet im Grunde eine Art Vorkaufsrecht. Jemand macht einen Film, meinetwegen eine Produktionsfirma, und hat mit einem Filmstudio einen Deal. Hey, alles, was wir produzieren, könnt ihr euch zuerst anschauen und habt das Recht, als erstes zuzuschlagen und zu sagen, jo, den Film kaufen wir, den bringen wir ins Kino. Sehr vereinfacht erklärt ist das die Idee, und genau solche Deals haben eben Ryan Gosling und Timothy Chalamet jetzt unterzeichnet. Chalamet nämlich mit Warner Brothers, die sicherlich sehr froh darüber sind, wie gut seine Filme mit Wonka und Dune Part 2 in den Kinos funktionieren. Letzte Woche habe ich ja darüber geredet, dass er einen über 40-jährigen Rekord eingestellt hat, aber das könnt ihr euch gerne da nochmal anhören. Zumindest wird er bei den kommenden Filmen nicht bloß vor der Kamera stehen, sondern auch mitproduzieren und hat somit einen mehrjährigen Deal mit Warner Brothers unterzeichnet, wobei hier die genaue Lauflänge nicht bekannt ist. Und Ryan Gosling hat genau das Gleiche getan mit MGM bzw. Amazon. MGM wurde ja von Amazon gekauft vor einiger Zeit, und auch dort läuft das Ganze dann so ab. Filme vor der Kamera stehen, unter anderem dann auch mitproduzieren. Hier ist die einzige Ausnahme, dass definitiv klar sein muss, dass Filme mit Ryan Gosling zunächst ins Kino kommen, ehe sie bei Amazon Prime Video landen werden. Jeremy Allen White wird zu Bruce Springsteen. Biopics über Musiklegenden erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit in den vergangenen Jahren. Vor allem muss man hier vorneweg nennen Bohemian Rhapsody oder auch Rocketman. Natürlich Elvis, Mulroney's Black Button, zuletzt One Love, der gestartet ist. Bald kriegen wir das Amy Winehouse Biopic Back to Black zu sehen. Es wird eines über Michael Jackson geben. In der letzten Film-News-Woche habe ich darüber geredet, dass Timothy Chalamet als nächstes Bob Dylan verkörpern wird. Und nun Jeremy Allen White, der Hauptdarsteller aus der Serie The Bear, die wahnsinnig groß großartig ist, gefeiert wird, mit Preisen überhäuft wird und die auch weitergeht, zum Glück. Zuletzt konnten wir ihn auch im Kino erleben in The Iron Claw, ebenfalls großartig. Und sind wir mal ehrlich, wer die Calvin Klein Werbung gesehen hat, kriegt die Bilder wahrscheinlich auch nicht aus dem Kopf. Die ist einfach richtig klassisch und verdammt gut gemacht. Hat der Typ einen ganz besonderen Blick und wird als nächstes Bruce Springsteen verkörpern im Kino, nämlich in Deliver Me From Nowhere unter der Regie und auch Drehbuch von Scott Cooper. Und anscheinend soll auch A24 mit an Bord sein, und da muss ich sagen, ist eine Konstellation, die ziemlich cool werden kann rund um The Boss. Und hier noch ein paar Kurzfilm-News im Überblick. Taika Waititi hat unter anderem Filme für das MCU wie Thor 3 oder Thor 4 gemacht, hat einen Oscar bekommen für Jojo Rabbit, und sein letzter aktueller Film, der lief vor nicht einmal 3 Monaten im Kino, und den könnt ihr ab jetzt auf Disney Plus anschauen. Deswegen hier so eine kleine Service-Info. Next Goal Wins heißt der Film, und ich muss zugeben, ich mochte den. Kristen Stewart hat mehrfach betont, dass sie sich selbst niemals in einem Superheldenfilm sehen wird, aber es gibt anscheinend eine Ausnahme, wie sie jetzt verriet, wenn Barbie-Regisseurin Greta Gerwig sie bitten würde, in einem Superheldenfilm mitzuspielen, dann wäre sie wahrscheinlich an Bord, weil ich kann mir schon vorstellen, Greta Gerwig kann aus noch so platten Filmen eine ganz andere Perspektive herausarbeiten. Es ist ein ganz schönes Hin und Her in der Welt von Yellowstone. Kevin Costner ist raus aus der Serie oder vielleicht doch nicht. Staffel 5.1 können wir komplett schon auf Paramount Plus schauen. Staffel 5.2 und damit das Finale der Hauptserie, wo es ja auch Ableger wie 1883 oder 1923 gibt, und es soll mit 2024 eine direkte Fortsetzung kommen, stellte sich immer die Frage, ist Kevin Costner noch dabei? Weil eigentlich ist er ausgestiegen. Es gibt Gagenstreitigkeiten, es gibt Terminprobleme, und das vor allem zusammen mit Serienschöpfer Taylor Sheridan scheint jetzt nun klar zu sein, weil er meint, er würde schon gerne als John Dutton nochmal zurückkommen, um einen würdigen Abgang zu bekommen. Aber gleichzeitig befindet sich die Serie kurz vor Drehfinalbeginn. Ist so ein bisschen die Frage, wird das noch passieren? Kevin Costner drin oder draußen? Kurz vorher wankt es. Und das ist nicht ganz uninteressant für alle Fans von Yellowstone. Und das Remake zu Roadhouse mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle wird richtig viel gestreamt auf Amazon Prime Video. Ist ein absoluter Erfolg. Und jetzt steht so ein bisschen die Frage im Raum, könnte man das Ganze, obwohl es ein Remake ist, von einem Patrick Swayze-Film nicht noch weiter fortsetzen? Jake Gyllenhaal sagt zumindest, er wäre dabei. Er findet die Figur des Edward Norton wahnsinnig interessant, würde sich fragen, wo die Reise noch hingeht, und dementsprechend mal gucken, ob da noch ein Roadhouse 2 kommt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch erst einmal schöne Ostertage, die ja ins Haus stehen. Und bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Jetzt heißt es ein bisschen verkackt hinten raus beim Filme, Serien und Dokus schauen.